Let's hyperdrift. Let us hyperdrift! Ihr? Schön. Schöne Muschi. Schöner Hyperlight-Drifter. Schön. Guten Tag. Willkommen zurück. Paranoid. Willkommen zurück. Ich wollte erzählen, wie Wasserläufer Sex miteinander haben. Also das Weibchen läuft einfach so rum und swaggt über den Teich. Und dann kommt der männliche Wasserläufer an und springt von hinten auf die drauf. Und möchte die halt gerne stoßen. Das Weibchen hat einen Schutzmechanismus, wenn die halt keinen Bock drauf hat. Dann kann die so eine Lamelle oder irgendwas vorschieben, was halt wie so ein Keuschheitsgürtel ist. Und der Typ kann dann nicht in sie eindringen. Wenn das Männchen das aber merkt, dass es nicht rein kann, dann fängt das an, auf diesem Weibchen, wo es halt immer noch drauf liegt, so rumzuwackeln. Und zwar so richtig doll. So dass es von unten halt aussieht, für Fische und so weiter, die gern diese Wasserläufer fressen. Als ob da oben eben, also die machen halt die Fische auf die aufmerksam. Wenn das Weibchen merkt... Fick mich oder sterb! Richtig. Das ist richtig schlimme Rape, was die machen. Wenn das Weibchen das dann halt merkt, dass es gleich gefressen wird, dann macht es meistens diesen Keuchheitsgürtel wieder weg und lässt sich dann halt doch rammeln. Und so. Sind nette Tiere, sehr sozial. Sind gute Strategien. Während ich hier dumme Scheiße labere, ist aber Micha übelst am Wegnatzen, Alter. Bleib in der Mitte, nicht driften. Gibt's hier nicht noch irgendwo einen Healthpack? Soll ich noch irgendeinen Paarungsakt erzählen? Spielst du dann besser? Anscheinend schon. Erzählen wir nochmal von dem Paarungsakt zwischen einem Grizzly und einem Wombat. Okay. Also, wenn das hier der Wombat ist, und das hier der Grizzly. Wie warm ist es hier drin, ey? Da war ein Schlag und das war komplett zerdrückt. Schön trotzdem noch ins Kuchenloch schieben. Das war eine Schokette von Max, das tut mir leid, Max. Hi, Max! Ich hab kein Geld für eigene Schokolade. Hi, Philipp! Ja, du weißt doch, der Max schaltet sowieso nach den ersten 4 Sekunden wieder ab. Oh, Max, und Alter! Sagt uns dann, er hat alles geguckt. Ja, ja. Hier. Spult an eine Stelle, sagt dann irgendwas von der einen Stelle und dann sagt er so, ich hab's übelst gesehen. Was soll denn das, sagt er dann immer noch. Unser größter Fan angeblich. Kannst du übrigens wieder schießen? Ich schieß den nicht ab. Das bringt nichts. Klar. Nein. Das bringt genauso viel wie ein Schwert. Lass mich doch mal der Pazifist im Spiel sein, ey. Aber krass, es gibt ja auch Friendly Fire. Ich würde gerne mal die Fist in deinem Spiel. Ich hab grad den einen Rahmen. Ja, das ist stabil. Soll ich dich jetzt fisten? Ja. Gönnung. Da unten steht's übrigens nochmal, so als Beweis. Ja, das ist ja. Ich bin gerade viel zu aufgeregt irgendwie. Michael, ich bin voll reingedriftet! Bleib doch einfach da stehen. Wenn du sicher stehst, bleib stehen. Ich seh das nicht so schnell. Ja, aber die Kästchen kommen doch. Die Kasteln. Die Kastel. Die Kästchen. Kastel. Die Kästchen. Die Kasten. Die Kasten. Hallo Karsten. Hallo Karsten. Schicken wir Karsten Zahn diese eine Folge? Ja, warum nicht? Karsten Zahn. Einfach mal namentlich erwähnen. Was will oder nicht? Da würde sich freuen. Ja, denke ich auch. Carsten, werd mal mein Freund bei Wii U. Ich habe auch eine. Ja, wir haben so Wii U, Carsten. Wir sind die einzigen, die eine besitzen. Faustus. Und wir haben ein Mario Maker Level gebaut. Und das hier ist die offizielle Challenge, dass du dieses Mario Maker Level spielst und schaffst. Hat Carsten Mario Maker? Ja. Was juckt mich das? Dann kauft er sich das. Warum ist meine Chick so bad? Dein Stick ist so bad, so bad, so bad. Dein Dick ist so bad. Mein Dick smelt so bad, so bad, so bad. Irgendwie vergesse ich manchmal einfach zu driften. Mein Dick smelt so bad. Bei einem Spiel, was dir sagt, im Titel, was du machen sollst. Erstmal durch. Harter Baus. Erstmal durch. Warte, geh mal kurz auf die Karte. Mal nach. Ne, wir haben noch gar kein Gold. Ansonsten hätte ich gesagt, wir gehen erstmal Gold Nuggets formen und holen uns halt noch ein Upgrade. Oh. Das
klar, ich mach den jetzt einfach. Nichts mit Golden Nuggets fahren. Mach ihn einfach weg. Es liegt halt an der Stille hier, du erzählst. Also ich bekomme hier keine nützliche Info mit. Wie soll ich denn da spielen, Stucki? Felix, erzähl doch mal den interessantesten Fakt, den du kennst. Schnarch! Was zählt das, das denn? Nein. Das war doch nur ein Witz, Mann. Der interessanteste Fakt, den ich kenne. Räuspern reicht schon. Every resource video ever. Ich habe lange nicht mehr bei denen reingeguckt, muss ich ehrlich sagen. Machen wir nicht mehr so viel. Also Resource 1 zumindest nicht. Der packt immer nur die übelsten 30-Minuten-Videos ja, raus. Richtig, neuerdings. Aber wenn's immer Spaß. Weiß nicht, ob ich dafür die Aufmerksamkeitsspanne habe. Ich gucke lieber Let's Plays. Interessante Fakten. 18 Stunden. Ich habe einen interessanten Fakt. Hier drin sind ungefähr... Friss! Du bist doch des Wahnsinns! Sorry, bring ich dich raus, wenn ich Friss sag? Ja. Okay. Hier drin sind ungefähr... Friss meine ich, dass du ein Halfpack fressen sollst. Ach so. Das ja, ich weiß Fall. Schon, aber ich war gerade voll drin. Hier drin ist Schweißfleckengefahr, selbst auf weißen T-Shirts. Das ist lächerlich. Ja. Obwohl, es geht. Es geht. Ja, Felix, erzähl mal ein bisschen was über das Schwitzen. Erzähl mal. Du bist unser Biowissenschaftler. Über das Schwitzen. Du kacken deine Poren. So wahr, wie es dumm ist. Wenn ich leise Friss sage, ist das okay? Ja. Ich muss irgendwas sagen. Ich kann nicht einfach da sitzen und nichts machen. Du Samariter. Oh, warte. Komm, mach nochmal. Nice. Ich weiß nicht, ob diese Techno-Rahmen da draußen den anfeuern sollen oder ob die. Ich weiß, ja, ja, ich glaube schon. Sieht echt cool aus. Wobei, was halt echt assi wäre, wenn der tot ist, kommen alle gleichzeitig runter. Oh ja, das wäre hart. Das wäre ein Hyperlight-Drifter. Ich blick hier nicht mehr durch, wenn das so viele sind. Friss! Ich hab keins mehr zum Fressen! Das ist schlecht. Oh Gott. Ja, das ist. Oh Gott. Also ich will jetzt nicht demotivierend sein, aber nee. Gestörter Boss, ey. Let's hyperdrift. Ihr? Friss. Oh, mach das als Intro für diese Folge. Ja, das können wir machen. Das klingt bestimmt beschissen. Wenn man ich erst bei der fünften Zeile oder so einsetze. Also nicht, dass es besser wird, nachdem ich einsetze. Ja, ne? Und so. Intenser Fight. Rechts. Boah, Alter. Ja, perfekt. Oh, perfekt, Ritter. Du hast ihn, Alter. Du hast ihn sowas von. Du hast ihn. Boah, völlig unnützer Drift, aber geil. Du hast ihn. Ja, auf jeden. Du hast ihn. Oh Gott! Ja! Ficker! Geilo! Oh, guck mal, du hast den Kopf abgeschnitten! So ein Kacker! Boah, so eine Kackwurst! Wie brutal waren das? Was? Drei Nuggets, Alter. Gedruckt. Geil! Gedruckt! Du hast ihn gefrackt. Was hast und du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Gedroht. Kack, ey. Ist hier noch eins? Ach, warte mal. Wo sind die ganzen und Fanboys hin? Vier von den Nuggets machen erst ein so ein Ding voll. Ja. Oh, deshalb dauert das so lange. Oh. Okay. Ja, das habe ich ja letztens auch versucht dir zu. Ich verstehe. Ja, ich verstehe Sachen immer erst nach der siebten Folge. Ich kann jetzt auch in die Konversation wieder teilnehmen. Du kannst nehmen. Gleich nach oben gehen. Na, ein bisschen weiter rechts. Erstmal speichert. Oh, es speichert. Vor allem erstmal speichern. Oh. Man kann ja nicht selbst speichern. Naja, irgendwas zum Speichern finden, dachte ich mir.
Neue Knarren! Auf B Swap Guns! Wow. Nee, du hast jetzt. Nein, du hast jetzt gerade wieder. Ja, ah. Jetzt. Sniper! Boom! Ah, du kannst sehen, was es, wo es hinzieht. Ah, cool. Geile Knarren. Ich dachte, das schießt ganz viele kleine Schüsse beim ersten. Geile Knarren. Warte mal, nicht, dass ich ein Secret übersehen habe. Was? Ein Secret. Achso, ne, hier kommst du noch auf der anderen Seite. Ja, und hier nach links? Ja, ich wollte gerade mal so ein bisschen die Girls abchecken. Aber warte, geh noch mal nach unten und zerhauen noch mal die ganzen restlichen Sachen, weil die neue Knarre ist noch nicht ganz aufgeladen. Ja, ist doch egal, wir haben es jetzt geschafft. Dann können wir ein paar Mal testen. Boah. Ich weiß doch jetzt, wie es läuft. Wie es driftet. Du weißt doch, wie es driftet. Noch was ausprobieren. Ich war schneller. Das wusste im Bett auch immer. Ich bin stolz. Ja, das ist ja auch kein Problem, wenn man 17 Mal kann. Gruß an Laura! Hi! Hi Laura! Na, wie ist der Sex so mit Felix? Wollen wir darüber nicht noch ein bisschen öffentlich im Internet reden? Laura, findest du es gut? Dann sag einfach What? Ja. Guck mal! Laura, findest du es mäßig? Dann haben wir morgen 50 Abonnenten. Die Pfeiler aus dem Boden gezogen. Guck mal, wie das pulsiert. Kann ich jetzt runter zu diesem Ding? Endlich? Wo dieses übelst geile sein soll? Ich weiß nicht, ob das übelst geil ist. Ja, es ist definitiv übelst geil. Aber, ob wir dahin kommen werden. Und ob ich noch weiter gegen den Drifter. Sehen wir in den nächsten 98 Folgen. Aber hier kommt noch ein Schuss! Nächste Folge, ciao!